Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen doppelten Rossmann-Haul, denn ich war sowohl online shoppen als auch im Rossmann vor Ort. Und wenn du Bock drauf hast, zu schauen, welche neuen Errungenschaften hier bei mir einziehen durften, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich mag gerne Online-Shopping, das mache ich so gerne nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Und ich liebe es aber auch, einfach in den Rossmann oder in den DM selber reinzugehen und dann mich so durchzustöbern, mich so inspirieren zu lassen. Was gibt's Neues? Was ist gerade da? Und Trendtürme und so, voll geil. Und ja, zuallererst zeige ich euch mal die Vor-Ort-Bestellung. Es gab limitiertes Klopapier. ja, läuft, ne? Und das ist halt endlich mal eine Limited Edition mit Hund und Katze. Ich meine, gut, es ist immer noch eine Katze mit dabei, aber es ist auch ein Hund mit dabei. Das Beste in meinem Leben bist du. Das ist jetzt passend zum Valentinstag, ne? Was willst du dazu sagen? Da habe ich auch noch ein paar andere Sachen aus der LE geshoppt und das war einfach traumhaft schön. Ja, letztendlich ist es eine Limited Edition für ein Poppes, aber ne, ihr wisst ganz genau, wir sind alle ein paar Freaks und ja. Ja, allerhand, was ich hier mitgenommen habe, Kosmetiktücher von Alouette, das sind 150 Tücher, die können wir immer mal wieder ganz gut bei uns gebrauchen, deswegen habe ich da auch zwei Stück von mitgenommen. Ja, ich habe jetzt auch parallel bei DM geshoppt gehabt und da auch allerhand Kosmetiktücher und so weiter gekauft, also manche Sachen habe ich quasi doppelt gekauft, aber es sind alles Verbrauchsprodukte. Das steht bei uns immer auf dem Esstisch, ne? Also quasi ja, ne, zum Mund abputzen und Nase putzen und keine Ahnung. Ist immer eine ganz gute Geschichte, kann man immer sehr gut gebrauchen. Und ich finde es einfach praktisch, dass es sowas gibt. Und ich habe damals im Leben nicht darüber oder daran gedacht, dass man sowas ja auch easy peasy für die Nase verwenden kann. Ne? Ich weiß auch nicht, was ich da immer gedacht habe. Ja, dann hatte ich, ich weiß gar nicht bei wem, Frühlingsrolina. Alina hatte letztens ihren Badschrank sauber gemacht und da erzählt, dass man ja quasi solche Bürsten verwenden könnte, um damit die Kämme sauber zu machen. Ein Haarbürstenreiniger. Und da ist das direkt mal auf meine auf meinen Einkaufszettel gelandet, ne? Dass wenn ich das nächste Mal in eine Drogerie gehe, dass ich sowas mitnehme. Finde ich genial. Wirklich genial. Ich habe das vorher immer irgendwie versucht, mit irgendwelchen Händen, Fingern und hast du nicht gesehen, rauszupulen. Und jetzt ist das einfach so ein Haarbürsten-Haarentferner. Finde ich klasse. Wird jetzt verwendet, ne? Jo. Finde ich klasse, denn ich habe halt wirklich lange Haare, die sich gerne auch mal verfusseln. Und ich weiß nicht warum, aber in Haarbürsten habe ich immer auch super viel Staub und Fusseln mit drin. Keine Ahnung, wo die herkommen. Dann habe ich gesehen, also bei unserem Rossmann war das so, die hatten Milka im Angebot. Und mein Freund liebt Milka-Schokolade. Ich esse auch ab und an mal eine Schokolade, die breche ich mir dann klein und dann ne, nasche ich die dann immer so. Und da habe ich halt ein paar von mitgenommen. Ein paar hat mein Freund auch schon bekommen, also ein paar, die ich doppelt gekauft hatte. Da habe ich einmal hier die Alpenmilchcreme mitgenommen. Dann habe ich die Haselnuss mitgenommen. Dann habe ich zweimal mitgenommen Oreo White. Die ist safe für mich. Finde ich saugeil. Genauso wie auch die Dime. Die ist auch für mich. Obwohl, ich glaube, eine davon hat mein Freund schon bekommen. Ja, ne, Schokolade muss halt auch ab und an mal sein. Dann habe ich mir noch Waterdrops mitgenommen. Mag ich einfach gerne. Ich habe zwar keine Kooperation leider mehr aktuell am Laufen, aber ich trinke sie halt gerne. Und deswegen habe ich mir hier die Boost-Variante mitgenommen. Das ist mit Johannisbeere, Holunderblüte und Acai. Mag ich einfach gerne. Das ist einfach praktisch. Die packe ich mir in eine große 1-Liter-Flasche oder wie auch immer. Ne? Und dann trinke ich das über den Tag. Und oder ich mache mir halt kalten Tee und trinke das über den Tag. Das habe ich jetzt hier in meiner nicht mehr allzu schön aussehenden Glasgeschichte hier bei Lippenstift und ne, wisst ihr Bescheid. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht, mir da einen Strohhalm reinzupacken. Egal. Auf jeden Fall die Boost mag ich sehr gerne. Die Shiro habe ich letztens auch erst gekauft. Die mag ich auch richtig gerne. Die Relax sind auch super lecker. Also da gibt es tolle Varianten. Es gibt aber auch bei Waterdrop immer so Probiersets, ne? Dass man das einfach mal, dass man ein paar von verschiedenen Sorten hat, um sich da mal durchzuprobieren. Ja, dann das große böse C ist ja nach wie vor noch irgendwie um uns herum. Und wir handhaben das so immer, wenn es halt wirklich drauf ankommt, dass wir dann halt zu einem Testzentrum fahren, Drive-In-mäßig uns eben testen lassen. Also als ich zum Beispiel Opa im Krankenhaus besucht habe oder wenn ich Opa in der Reha besuche, muss ich das so oder so machen. Oder wenn man halt wirklich zu größeren Geschichten geht, also was heißt größere Geschichten, ne? Dann macht man das halt auch, dass man sich da von einem Testzentrum testen lässt. Wenn es aber darum geht, dass man das irgendwie seine ein-, zweimal die Woche macht, weil mein Freund und ich, wir kommen nicht allzu viel aus dem Haus, also die Person, mit der wir wirklich physisch jeden Tag zu tun haben, ist unser Postbote, aber ansonsten haben wir nicht so viel Kontakt mit Menschen. Das ist auch
traurig. Aber bevor ich zum Beispiel mit meinen Mädels donnerstags Sport mache, da treffen wir uns immer zu viert oder fünft, wirklich als Persona vor Ort. Die anderen sind dann per Skype dazu geschaltet. Teste ich mich immer. Ne? Das ist einfach sicher ist besser. Da habe ich jetzt einfach zweimal diese Tests mitgenommen. Die sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz so sackenteuer. Ne? Zeitweise haben die ja 5, 6 Euro gekostet. Ich weiß auch nicht, was das soll. Und jetzt habe ich die irgendwie für 2,50 Euro oder 2,80 Euro oder so mitgenommen. Ja, kann man machen. So, dann habe ich eine LE entdeckt, die ich einfach so süß fand. Isana Tuchmaske. Owl, you look great. Und da habe ich halt zwei mitgenommen. Eine für mich und eine zum Verschenken. Süß, oder? Und ihr habt mich ja darum gebeten, dass ich jetzt wieder auch ein bisschen mehr diese Drogerie-Kosmetik auch ausprobiere. Ne? Also nicht dekorative Kosmetik, sondern halt generell Kosmetik. Deswegen habe ich auch eine für mich mitgenommen. Eigentlich will ich ja keine Tuchmasken mehr kaufen. Aber ihr möchtet gerne, dass ich da auch mehr in meinen Aufgebraucht-Videos halt von berichte. Und deswegen mache ich das. Weil vielleicht hat sich die Qualität ja auch ein bisschen verbessert. Die letzten, die ich getestet habe von Isana und Balea, waren halt nicht so ganz der Renner für mich. Ne? Dann habe ich mir auch mitgenommen, habe ich jetzt heute auch in einem Haul von Unbox Butterfly Nicole gesehen. Schaut gerne bei ihr mal vorbei. Die hat heute ein so herzergreifendes Video hochgeladen. Ich habe geheult. Ich habe wirklich geheult. Ich habe das, während ich mich geschminkt habe, nämlich laufen lassen. Und als sie das erzählt hat, also ich kannte ihre Geschichte schon, weil wir ja auch durch unsere Trashosaurus-Gruppe sehr eng miteinander sind tatsächlich. Also das ist nicht nur so oberflächlicher Beauty-Kram, den wir machen, sondern wir reden halt auch sehr Deep-Talk-mäßig miteinander. Aber das fand ich so ergreifend. Ich fange schon wieder an, ne? Also Schmetterlinge, ne? So, da hat sie einen tollen Haul hochgeladen, wie gesagt. Und das ist die Tuchmaske Butterfly von Isana. Intensive Feuchtigkeit und glätten Lotusblütenextrakt und Hyaluron. Und guck mal, wie süß die ist, ne? Das ist wunderschön. Die werde ich dann auch mal demnächst ausprobieren. Wahrscheinlich heute Abend. Sammy sollte auch ein bisschen was bekommen. Da habe ich ihm von Winston die Entenfilets, 95% Entenbrust mitgenommen, ohne Getreidezusatz. Da achte ich immer drauf. Und auch ohne Zuckerzusatz, das ist auch immer wichtig. Ne? Also Sammy, ich werde öfters gefragt, welche Leckerlis ich Sammy so gebe. So natürlich wie möglich, getreidefrei am liebsten und zuckerfrei natürlich. Ne? Das ist halt so, dass am liebsten tatsächlich direkt vom Jäger irgendein Rehbein oder sowas haben wir tatsächlich auch schon gekriegt, weil Land und so, wir haben da unsere Connections. Weil Sammy ist halt ein Hund und ein Wildtier, ne? Man sieht ihn jetzt gerade nicht so sehr, es ist ein absolutes Wildtier, guckt euch ihn an, ne? Das ist der Wahnsinn. Aber ich versuche da halt wirklich natürliche Produkte ihm auch zu geben, warum auch nicht. Ne? Jo. Genau, und ich habe mir gedacht, so eine Ente, die würde er theoretisch locker in der freien Natur erliegen, hat er überhaupt keine Last mit, ne? Dann habe ich ihm auch noch mitgenommen, diese Leckerbissen Geflügel. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber die sind von Winston eigentlich ganz gut. Die sind nämlich auch ohne Getreidezusatz und ohne Zuckerzusatz. Das sind halt so, ja, Streifen, ne? Die stelle ich dann oder lege ich dann meistens hier halt hin. Und dann kriegt er die halt, wenn ich hier am Drehen bin oder so. Oder wenn ich im Bett bin, dann kriegt Sammy tatsächlich auch noch so ein kleines Betthupferl. Oder, ja, der kriegt ganz schön viel Süßigkeiten, der junge Mann. Wenn wir vom Spazierengehen wieder bekommen, dann machen wir immer so einen Tausch. Ich tausche quasi sein Halsband, was er mir dann ja quasi gibt, gegen ein Leckerli, ne? Ja. Er hat mich gut im Griff, man merkt es, ne? Von Physicians Formula habe ich was mitgenommen. Auch da, ne? Gesichtspflege und so. Ihr hattet mich gebeten. Ich habe es gekauft. 3-in-1 Melting Cleansing Balm und das ist halt ein Reinigungsbalsam. Ich liebe Double Cleansing. Ich verwende immer einen Reinigungsbalsam, um halt mein Gesicht einmal vorher grundzureinigen, die Mascara runterzunehmen. Jetzt heute bin ich mal ein bisschen natürlicher geschminkt, aber ansonsten bin ich auch gerne mal bunt geschminkt, dass halt der Lidschatten runterkommt, der Eyeliner und so weiter. Und dann unter der Dusche geht es dann weiter, dass ich dann halt einen Reinigungsschaum verwende, um dann halt wirklich nochmal Tiefenreinigung zu geben. Da ist dann meistens auch so Salicylsäure oder sowas mit dabei, was auch hautpflegend bei mir ist und so Hautbild verfeinernd und so. Aber das hier soll einfach nur die ganze Rotzepampe runternehmen. Entschuldigung, ist keine Rotzepampe. Es ist wunderschönes Make-up, was man natürlich liebevoll aufgetragen hat. Ist noch zugeklebt, aber werde ich dann, wenn mein aktueller leer ist, den von Niche Beauty Labs oder so, hatte ich mal in so einer Surprise Geschichte, nicht Surprise, in einer Mega-Sale-Geschichte mir gekauft. Ne? Wenn der leer ist, wollte ich den dann mal anwenden. Dann habe ich noch ein bisschen was für Sammy mitgenommen, und zwar die Hähnchenfilets, 95% Hähnchenbrust. Ne, kannst du auch nichts so sagen, auch das ohne Getreide und ohne Zuckerzusatz. Das steht halt hier hinten immer so drauf. Da gucke ich immer mit bei. Das ist
immer witzig, weil für Sammy achte ich auf allen Furz und Feuerstein. Und wenn ich für mich was kaufe, egal, Hauptsache das Bild vorne drauf sieht gut aus. So, dann habe ich, oh, das riecht hier so geil aus der Kiste raus oder aus der Tasche vielmehr, weil ich habe auch Duftkerzen natürlich wieder mitgenommen, weil es ist gerade so diese gemütliche Jahreszeit. Heute, wo ich drehe, ist Valentinstag, das ist der Strauß, den ich von meinem Freund gekriegt habe. Habe ich euch auch auf Instagram geteilt, falls du mir dort gerne folgen möchtest. Ich heiße AIDROIKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ja. Auf jeden Fall habe ich nochmal so einen Melt-Warmer mitgenommen. Wir haben zwar einen elektrischen und ich habe auch schon einen, wo man oben so Melts reinmacht und unten ein Teelicht, aber jetzt habe ich halt noch einen mitgenommen. Weil wir haben halt ein großes Haus, ne? Und ich bin auch gerade oben am Renovieren und da werde ich auch sowas auf jeden Fall hinstellen und brauchen. Und da packe ich dann auch gerne die Wachse von Miss Curly Wax Wax mit rein. Also von der lieben Jenny. Schaut gerne auch mal bei ihr im Online-Shop vorbei. Die gießt selber total tolle Melts. Und ja, der durfte mit. Der sah gut aus. Oh, es riecht hier so gut. Okay, ich mache erstmal noch ein bisschen Hundefutter. Reich an Hofpute. Die Winston Nature-Geschichten waren reduziert. Und ja, Sammy bekommt abends immer eine halbe Dose Nassfutter davon tatsächlich. Das sind dann ja nur 200 Gramm. Das reicht ihm aber vollkommen aus. Ich mache dann dazu meistens so ein paar Nudeln, also wirklich trockene Nudeln damit rein. Die liebt er. Er mag das halt gerne, wenn es so cruncht. Wahrscheinlich, weil ihn das daran erinnert, dass er ja quasi Knochen beißen würde. Es ist verrückt, aber es ist, wie es ist. Ne? Also man darf den Hund jetzt nicht zu sehr verniedlichen und menschlichen, auch wenn ich es gerne mache, aber trotzdem. Und dann bekommt er halt hier ein bisschen Nassfutter und das ist auch wieder ohne Getreidezusatz und so ein Kram. Ne? Deswegen, das finde ich immer gut. Deswegen kaufe ich das auch ganz gerne. Dann habe ich hier Geflügel und Rind mit Gartengemüse. Ja gut, Sammy geht jetzt selten in den Gemüsegarten, um sich da mal eine Zucchini zu essen oder so. Dann habe ich hier auch noch Huhn mitgekauft. Ja, die waren halt, ne, irgendwie standen die da und dann, warum auch nicht. Und dann habe ich auch noch Rind mitgenommen. So halt. Ne? Hat er mal wieder ein bisschen mal zu mampfen. Dann habe ich hier mitgenommen, die hat mich jetzt auch schon öfters mal angesprungen, wenn ich so Videos von Maxim Giacomo oder so gesehen habe. Da hat er die öfters gezeigt. Oder auch Mama Co Beauty. Max Factor Miracle Pure Skin Improving Foundation, Hyaluronsäure, Vitamin C, Lichtschutzfaktor 30. Habe ich in der Farbe 40 Light Ivory mitgenommen. Ja, ist auch wieder so ein Skintint-Gedönsen, ne? Ich stehe auf so ein Zeug. Würde ich mal mit euch zusammen einem Schminki ausprobieren. Dann kommen wir zu den duftigen Sachen hier. Oh. Lilie Jasmin von Rubinlicht, sehr dezenter, pudriger, sanfter Duft. Ich liebe sowas ja, ne? Duft im Glas, da sind 250 Gramm drin. Das ist ein ziemlicher Brocken. Finde ich aber geil. Das kommt dann halt bei uns ins Wohnzimmer. Und an sowas haben wir halt unsere Freude. Also vor allem ich. Dann habe ich hier auch noch Nagellackentferner mitgenommen. Das sind diese Dinger, wo du einfach deinen Finger reinstecken kannst. Da ist ein Schwamm drin. Ich verwende halt immer wieder Nagellackentferner, brauche sowas halt immer wieder. Und deswegen habe ich jetzt quasi den und von Ebelin im Backup jetzt gerade quasi am Start. Dann habe ich hier eine neue Limited Edition gefunden. Zuckeröl Peeling, du bist zuckersüß, richtig knuffig mit Macadamiaöl und Orchideenduft. Könnte vielleicht ein guter Dupe werden. Ist es jetzt falsch rum? Ja. Zu dem von Kneipp, ne? Weil das Cremeöl-Peeling von Kneipp liebe ich. Ich mag gerne Zuckerpeelings, ich mag keine Salzpeelings, weil ich mich halt ungefähr täglich rasiere. Und wenn ich dann halt wirklich mich peele, wenn ich mich rasiere und vergesse, dass ich mich kurz vorher tatsächlich rasiert habe, dann brennt das wie Feuer. Und da habe ich immer Angst, dass mir mein Körper abfällt. Und ja, das hörte sich einfach sehr ansprechend an und durfte deswegen mit. Dann habe ich hier noch mehr Duftkerzen und zwar von Domol Perfume & Style Duftkerze Home Sweet Home Pfirsich und Himbeere. Ja, ich konnte natürlich im Laden nicht wirklich dran riechen. Ich habe mich dann einfach mal von der Optik verleiten lassen. Ja, der Pfirsich ist nicht ganz so meins. Das könnte ich dann eher so Richtung, wenn es wärmer wird, verwenden. Weil ich, ja, tatsächlich, ne, der Pfirsich ist eher so Richtung Sommer was. Himbeeren mag ich gerne leiden. Das ist eine schöne Geschichte. Haben wir auch bei uns im Garten tatsächlich. Also das ist schön. Und dann habe ich hier noch ein Rubinlicht. Bourbon Vanille, das ist eine, die jetzt halt angemacht werden kann, wenn es draußen stürmt und Schneeregen ist und so ein Kram, ne? Weil die halt sehr warm vom Duft ist, mag ich gerne. 100 Gramm ist hier die Füllmenge. Und ja, das ist halt so ein ganz normal schlichtes Gläschen. Wohin damit? Da. So, dann habe ich hier natürlich noch meinen Bon, wo ich euch dann die Preise auch zu einblenden kann zu den Produkten. Wichtig, wenn ihr bei Rossmann vor Ort shoppen geht, Rossmann App aktivieren. Da kriegt ihr meistens auch nochmal 10% auf alles. Das ist auch immer viel wichtig. Viel wichtig. Das habe ich hier im Laden überhaupt bezahlt. Ich hätte theoretisch 81,86 zahlen müssen. Und mit meinen ganzen Rabatten und Coupons und so habe ich 73,26 bezahlt. 8,60 Euro gespart. Ach,
sagst du nichts zu, ne? Dann habe ich ja die Klopapier Limited Edition 40 Euro auch weiter mit Handseife. Ich möchte eigentlich keine Handseife mehr so kaufen, aber wenn das so eine schöne Limited Edition ist, sorry. Endlich mal was mit Hunden, ne? Ja, ich weiß nicht, was ist das denn für ein Duft? Steht das hier irgendwo drauf? Nö, ne? Liebe. Nö. Steht hier nicht. Gut gelaunt. Liebe. Wir riechen mal dran. Es riecht nach Seife. Bisschen blumig. Ja, aber halt nicht irgendwie super speziell, ne? Es ist halt eine Seife. Musste unbedingt mit. Musste auch zweimal mit, weil ich die auch noch weiter verschenken werde an eine Katzenfreundin. Dann habe ich zu der, wo ich eben das Peeling gezeigt habe, auch noch eine Glücksdusche. Glücklich steht, ihr duftet nach Vanille und Orchidee. Das ist doch voll geil, oder? Genau, kann ich dann demnächst mal in Anwendung nehmen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und das sieht auch schön aus. Ich mag Pink, ich mag Rosa, ich mag sowas halt, ne? Da gab es auch noch andere Sachen, das habe ich aber online bestellt, denn die pinken Sachen waren ausverkauft online. Einen Glasreiniger habe ich nochmal mitgenommen. Ja, ne? Weil kann man sehr gut gebrauchen. Und der von Frosch ist gut. Der Spiritus Glasreiniger. Da gibt es auch Nachfüllviecher von. Theoretisch hätte ich die einfach mitnehmen können, weil ich habe zig von diesen leeren Everdrop-Flaschen und so weiter. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll gewesen, ne? Habe ich im Laden nicht dran gedacht. Und ja, das letzte Produkt aus meinem Offline-Haul ist die Facel Intim Waschschaumgeschichte. Soft and Care, extra sanfter Reinigungsschaum mit Feuchtigkeitskomplex mit sanftem Duft. Ich hoffe, dass der Duft nicht allzu präsent ist, weil eigentlich möchte ich keine Parfümstoffe an meiner Mumu haben, weil die müssen da gar nicht sein. pH-Wert 3,8. 5,5 wäre eigentlich der richtige gewesen, ne? Dann hoffe ich, dass es mir nicht zu... Aber wir müssen mal gucken, wie das so funktioniert, ne? Ist halt ein Schaum. Das fand ich halt auch mal ganz ansprechend, weil ich habe halt schon diverse Reinigungsprodukte so ausprobiert. Mag das einfach sehr gerne, wenn ich da einfach eine separate Reinigung für meinen Intimbereich habe, ne? Okay, so. Jetzt habe ich hier mein Online-Haul, ne? Das ist dieses wunderschöne, prachtvolle Paket hier, was auch endlich heute geliefert worden ist. So lange stand nämlich, so lange ist gut, also stand eine ganze Weile dann halt meine Tüte hier rum und ich wollte das dann schon gemeinsam abdrehen. Aber irgendwie war Rossmann dieses Mal ein bisschen klüngelig. Man bekommt immer so für dich Viecher mit dabei. Da hat man manchmal Proben drin, manchmal hat man da einfach so Tempopackungen oder so, Taschentücher, ne? Bin mal gespannt. Dieses Mal, oh, ist nicht so viel. Diadermin, Lift und Phytinol, Anti-Age, Tagescreme. Na gut, haben wir so ein Probensachet drin. Sowas flasht mich persönlich jetzt nicht so ultimativ. Das heißt, das kommt auf jeden Fall dann in eine Verlosung mit rein. Und ich habe das zweimal gekriegt. Vielleicht haben sie sich gedacht, naja, ein so ein Probensachet ist schon irgendwie ein bisschen mau. Sonst haben wir da Zahnpasta und so ein Kram drin. Gibt es dann nochmal ein bisschen Werbung. Noch mehr Werbung. Läuft. Okay, so. Dann habe ich bestellt eine Mundspülung, Procodent, Zahn- und Zahnfleischmundspülung, schützt vor Zahnfleischentzündung, pflegt das Zahnfleisch, mag ich einfach gerne. Verwende ich gerne direkt nach dem Zähneputzen, manchmal verwende ich das auch einfach so mitten am Tag, wenn ich einfach das Bedürfnis habe, das zu tun, weil ich irgendwie Pappmaul habe oder so. Kommt vor, ich sitze hier und rede gefühlt 3 Stunden am Stück oder ich bin oben am Renovieren und habe da irgendwie mein ganzes... den ganzen Mund voller Staub. Einfach mal die Mundspülung sich reinziehen. Dann habe ich mir einen Kaffee mitgenommen. Ich dachte, der wäre größer, aber stand auch, glaube ich, nur dran, dass es 250 Gramm sind. Der ist neu. Café de Guatemala. Ganze Bohne. Anbau durch eine Frauenkooperative. Ja, das fand ich einfach cool. Da ist irgendwie was aufgeploppt gewesen, dass das irgendwie neu ist oder so. Ich gucke ja auch gerne bei den Neuheiten immer so vorbei online. Ja, natürlich musste auch das passende Duschgel zum Klopapier mit, ne? Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja. Das wird dann wahrscheinlich auch so riechen wie die Seife. Also einfach ein bisschen ja, frisch. Nee, das riecht oh, süß. Fruchtig. Eher weniger blumig. Das riecht eher so nach Himbeere und Kirsche in so Verbindung, ne? Auch da habe ich dann 2 Stück von mitgenommen. Jo, und das hier kommt auch von dem Isana Trendturm. Und zwar habe ich hier Soft Skin Creme Öl Peeling mit Avocadoöl mir mal mitgenommen. Fand ich auch interessant. Kann man sich einfach mal so ausprobieren. Ne? Ist dann wahrscheinlich eher so feuchtigkeitsspendender und für den Winter auch ein bisschen geeigneter. Ich glaube, sowas ist ganz geil. Ich habe auch allerhand Produkte mitgenommen, wo ich gerne mal so eine Art Testvideo oder sowas zu machen würde. Ich hoffe, dass ich dazu komme. Muss ich mir mal überlegen, dass ich das irgendwie vielleicht mal demnächst abdrehe. Weil hier sind echt interessante Produkte mit dabei. Sammy muss demnächst mal wieder duschen. Also alle halbe Jahr muss der kleine Mann mal... Oh, tut mir jetzt schon leid, ne? Der hasst Duschen.
Aber ich habe hier was von Foamy gefunden. Vielleicht dürft ihr dann, ihr dürft nicht mitkommen, weil duschen mit Sammy ist immer ziemlich, dann kann ich da keine Kamera hinstellen. Ja, aber ich kann ja vielleicht das Nachherbild zeigen oder so, keine Ahnung. Mit hundefreundlichem pH-Wert und ohne Duftstoffe von Foamy Pets. Das fand ich einfach witzig. Festes Hundeshampoo für langes Fell mit Hafer, Kamille und Kokosöl, tierversuchsfrei, vegan und all den Rampampam. Ich fand das einfach irgendwie witzig, ne? Also wir kriegen jetzt alle immer unsere festen Shampoos, festen Spülungen und hast du nicht gesehen. Und das dann jetzt einfach auch für Hunde. Fand ich von Foamy sehr ansprechend. Und das ist einfach in Knochenform. Feier ich. Stinkt. Ja, müssen wir mal gucken. Also, ne, da kann ich euch ja dann mal mitnehmen, auf jeden Fall. In der Art und Weise, wie wir das auch irgendwie hinkriegen, ne? Aber ich weiß nicht, ob Sammy das geil findet, wenn ich damit über sein nasses Fell reibe. Der findet das ja eh schon furchtbar, wenn ich, ne, wenn sein Fell allgemein nass ist. Wir schauen mal. Dann habe ich mitgenommen, das möchte ich auf jeden Fall mal mit euch zusammen ausprobieren, Isana Gesichtsenthaarungspads ohne Chemie, ohne Schnittgefahr. Ich habe, also, das müssen wir uns mal angucken, Leute, ne? Ob das funktioniert? Ich kenne diese normalen, ebeligen hier Enthaarungsrasiererviecher. Ist ganz witzig, aber hier halt so Pads. Ah, da muss man das. Ist wie so ein Schmiergelpapier. Ach, du ahnst das nicht. Ist hier so ein Schuber. Damit musst du dann über dein Gesicht gehen. Hier rasiere ich ja auch gerne, ne? Das ist ja immer so meine Zone. Der Oberlippenbart. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Interessiert überhaupt kein Mensch außer mich selbst, ne? Weil niemand sieht mich so nah, wie ich mich sehe. Können wir ja mal ausprobieren. Kriege ich hier aber dann auch quasi das Vorherbild aus der Nähe. Huh! Okay, weiter geht die wilde Reise. Da hat Revolution eine neue Mascara rausgebracht, die 5D Lash Pow Mascara. Ey, wie viel Werbung kriegt man dafür aktuell bei YouTube? Das ist der Wahnsinn, oder? Extreme Volume Mascara hat mich angefixt, die Werbung. Wollte ich ausprobieren, machen wir zusammen. Finde ich großartig. Können wir zusammen mit der Max Factor Foundation mal ausprobieren. Alternativ, nee, doch nicht. Zusätzlich, alternativ zu der anderen Mascara, habe ich hier Four Long Lashes, Fabio Lash Mascara. Length Thickening Curves, also quasi eine Mascara, die dann ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein Wimpernwachstumsserum drin haben soll, ne? Habe ich ja aktuell auch in Anwendung von Catrice, die finde ich klasse. Glam and Doll Boost Lash Growth Volume Mascara, die ist mega. Verwende ich halt immer unter meiner regulären Mascara einfach. Ja, mal gucken, wie die das da von Four Long Lashes machen. Und dann habe ich mir auch noch mitgenommen den Four Long Lashes Fabio Lash Primer. Das ist quasi ein Produkt, was du dann vor dem verwendest. Also quasi im Kombi. Base and Conditioner an der Mascara. Also Lash Conditioner habe ich ja von Maybelline im Adventskalender drin gehabt. Fand ich furchtbar. Bin ich mal gespannt, ob das hier besser funktioniert. Schauen wir mal, ne? So, dann habe ich noch gefunden von Rivalosmi ein Lip Peeling Stick mit Kokosöl. Ich mag ja eigentlich kein Kokosöl, aber es ist ja überall irgendwie gefühlt drin. Manchmal riecht Kokos auch so ein bisschen vanillig, dann geht das für mich klar. Wollte ich aber mal ausprobieren, ob das funktioniert, weil das eigentlich, finde ich, ist das nix. Weil das, also allein schon direkt vorab ist scheiße hier. Nein, weil ich einfach denke, du hast da einfach nicht genug Peelingpartikel drin, ne? Aber das müssen wir ausprobieren. Hat jetzt so keinen wirklichen Duft. Oh. Dann habe ich auch noch mitgenommen. Yo, Bye Bye Blemish, Microneedling Blemish Patches. Ich verwende gerne solche Anti-Pickel-Patches und das hier ist tatsächlich jetzt so mit Microneedling. Da muss ich nur ein Viech halt haben, um das mit euch mal live testen zu können. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert, ne? Weil das soll dann ja quasi kleine Nädelchen drin haben. Freaky, ich sag euch das. Ich habe ein bisschen Angst vor sowas. Dann habe ich hier auch bei Unbox Butterfly Nicole gesehen, aber ne, war dann schon bei mir unterwegs tatsächlich. Die Isana Hydrogel-Augenpads in Schmetterlingsflügelform mit Hydro-Power, mit Hyaluron und Blütenextrakt. Geilomat. Och, ich finde das hübsch. Also das ist eine wunderschöne Limited Edition. Schaut auf jeden Fall mal bei euch im Rossmann, ob ihr die da findet noch, weil die ist so schön. Das fand ich einfach geil. Das exquisite pink-weiße Schokolade, purer Schokoladengenuss, das schmeckt halt so ein bisschen schokoladig, fruchtig auch mit dabei. Liebe ich. Gab es ja auch mal von KitKat. So eine Rosenschokolade oder rote, rosa Schokoladengedönsen war mal in der Box mit drin. Mega lecker. Ja, und wie sollte es anders sein? Selbstverständlich mussten auch hier mal wieder Kosmetiktücher mit. Hier habe ich jetzt auch wieder so 150 Stück. Da hast du aber so eine Random-Geschichte, dass du nicht weißt, welche Verpackung dich so erwartet. Ja, und dann haben wir auch hier den Online-Einkauf abgeschlossen, Leute. Das war mein Rossmann-Haul. War schon ordentlich, ne? Also einiges zum Testen dabei, einiges, was ich jetzt so nachgekauft habe. Und ja, ne?
Schreib mir gerne mal in die Kommentare, welches Produkt du zuletzt so in der Drogerie gekauft hast, was du vielleicht auch der Community empfehlen kannst, denn ich weiß, dass ihr auch gerne so die Kommentare durchstöbert und euch da auch gerne mal austauscht. Also, ne, schreib das gerne mal rein, das würde mich echt voll interessieren. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!